Was gehört ins Notgepäck? Vor einem Urlaub haben wir ausreichend Zeit, unseren Koffer zu packen. Dann können wir sorgfältig überlegen, was wir für einige Tage außer Haus brauchen. Und sind sicher, danach alles genauso vorzufinden, wie wir es zurückgelassen haben. Doch manchmal sind wir gezwungen, das Haus schnell zu verlassen. Zum Beispiel bei einer Hochwasserwarnung, der Entschärfung einer Weltkriegsbombe oder einem Hausbrand. In solchen Notfällen bleibt keine Zeit zu packen. Außerdem können wir uns nicht immer darauf verlassen, dass all unser Besitz unbeschädigt bleibt. Ein fertig gepacktes Notgepäck und eine Mappe mit den wichtigsten Dokumenten sind dann hilfreich. Wir zeigen Ihnen, was hineingehört. Erstens, Notgepäck. Packen Sie pro Familienmitglied am besten einen Rucksack, damit Sie beide Hände frei haben. In den Rucksack gehört ein batteriebetriebenes Radio mit Reservebatterien oder ein Kurbelradio, damit Sie in Notsituationen informiert bleiben. Erste-Hilfematerial, persönliche Medikamente, ein Mund-Nasen-Schutz- und Hygieneartikel und Kleidung für einige Tage. Stellen Sie diese nach dem Zwiebelprinzip zusammen. Packen Sie also mehrere Schichten an Kleidung ein. Vergessen Sie dabei nicht, Wetterschutzbekleidung einzupacken. Auch einen Schlafsack oder eine Decke, Verpflegung für zwei Tage, Wasserflasche, Essgeschirr und Besteck sowie Dosenöffner und Taschenmesser sollten Sie mitnehmen. Manche Dinge können Sie jedoch nicht vorbereitend packen. Handy, Portemonnaie oder Haustürschlüssel sind schließlich täglich für Sie im Einsatz. In Notsituationen sollten Sie diese und weitere wichtige Dinge, die Sie häufig nutzen, auf keinen Fall vergessen. Zweitens, Dokumentenmappe. Weil eine Dokumentenmappe etwas sehr Persönliches ist, kann es sehr unterschiedlich sein, was hineingehört. Überlegen Sie, was für Sie wichtig ist. Eine Hilfestellung. Wichtig sind Dokumente, mit denen Sie Ihre Identität, Ihre Ausbildung und Qualifikationen sowie Besitz und finanzielle Ansprüche nachweisen können. Auch Vollmachten oder ein Testament sind wichtig. Beachten Sie außerdem, nicht alle Dokumente müssen im Original vorliegen. Bei vielen reicht eine einfache Kopie. Dazu zählen zum Beispiel Personalausweis, Reisepass, Führerschein. Die einfache Kopie kann hier helfen, das Dokument wieder zu beschaffen, wenn das Original verloren geht oder zerstört wird. Außerdem ist es sinnvoll, Kopien wichtiger Dokumente digital zu sichern oder an anderer Stelle zu hinterlegen. Für Notgepäck und Dokumentenmappe gilt, bewahren Sie diese an einem sicheren und schnell zugänglichen Ort auf. Sorgen Sie dafür, dass alle Haushaltsmitglieder diesen Ort kennen. Schauen Sie außerdem regelmäßig nach, ob Sie Teile des Notgepäcks oder der Dokumentenmappe erneuern oder ergänzen müssen. Unter notfallvorsorge-bbk.de finden Sie eine ausführliche Checkliste, damit Sie für alle Fälle vorbereitet sind.